Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und Hoshida für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden, östliche Königreiche. Und dort haben wir das Achievement Schutz der Zitadelle des Schreckens. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Ermächtigt eure Anstecknadel der Agentumdämmerung. Und dafür gibt es dann eine Belohnung. Deckt uralte Geheimnisse in Nax Ramas auf. Und ja, das schaltet quasi die alten Belohnungen aus Nax frei. Aus Classic heißt auch das T3 und viele alte Rezepte können wir dann dadurch freischalten. Wenn wir das hier angehen wollen, braucht ihr aber vorher noch ein anderes Achievement, und zwar Erinnerung an Stratholm, Sholomance, so rum, falsche Instanz. Und zwar, wir müssen das alte Scholo freischalten. Das habe ich schon im anderen Video gemacht, wie das funktioniert. Es sind ein paar Rätselschritte, die braucht ihr aber, denn der erste Schritt in unserem Achievement, das wir jetzt angehen wollen, ist quasi, dass wir in das alte Scholo rein müssen. Und dort sind wir jetzt gerade schon, hier vor Sholomance. Und ja, das andere Video werde ich euch verlinken, das solltet ihr vorher machen, sonst könnt ihr hier quasi nicht weitermachen. Ne? Also das am besten erst angucken und dann dementsprechend hier einsteigen, außer ihr habt das schon gemacht, dann könnt ihr direkt dranbleiben. Also, wir gehen rein nach Scholo und zwar nicht nach links, da wo das neue Scholo ist, sondern wir gehen nach rechts. Und wenn ihr die Schritte aus dem anderen Video gemacht habt, dann habt ihr hier dieses Buch und dann können wir direkt nach Scholo rein. Heißt, wir porten uns und landen da im alten Scholo. Und wenn ihr hier drin seid, müsst ihr jetzt einmal relativ weit durchlaufen. Und zwar müssen wir in den Keller, in die Katakomben, zu Blutrippe heißt der, glaube ich. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet, die Mobs habe ich schon mal weggemacht. Denn wir müssen uns ein Item raussuchen, was relativ klein ist. Ne? Also ich laufe das jetzt mit euch ab. Ich dachte mir erst, ich zeige euch das auf der Map. Aber auf der Map ist es ein bisschen zu kompliziert zu sehen, weil die Map hier in dem alten Scholo nicht optimal ist, sagen wir es mal so. Also wir sind jetzt quasi hier reingelaufen. Und jetzt geht's hier runter zur Blutrippe. Ihr könnt hier auch runterspringen. Das machen wir jetzt extra nicht, dass ihr ein bisschen besser seht, welchen von den Haufen wir jetzt uns gleich zu Gemüte führen müssen. Und zwar laufen wir jetzt hier rum. Und jetzt, wenn wir in den Raum reinlaufen, dann gleich nach links. Der erste Haufen. Und da müssen wir hoch. Und hier liegt ein kleines Teil. Gesprungene Anstecknadel der Kentum-Dämmerung. Die klicken wir an. Und mit diesem Teil können wir jetzt quasi dann unsere ganze, ja, Quest ist es keine, aber dieses kleine Rätsel quasi lösen. Dafür brauchen wir jetzt zwei Materialien, und zwar rechtschaffende Kugel brauchen wir eine und 4 Echtsilberbahnen. Und die, würde ich sagen, besorge ich mir und dann gucken wir weiter. So, dala, ich war shoppen, habe mir meine Materialien geholt und jetzt kann ich quasi diese Anstecknadel einmal umcraften. Kleine Randinformation, auf WoW Head habe ich gelesen, wenn ihr in Classic die Anstecknadel schon mal hattet, dann kann es sein, dass ihr dieses Item in Scholo nicht looten könnt. Dann könnt ihr einfach zu einem Rüstmeister gehen, zum Beispiel zu dem hier, von der Gentumsdämmerung, und dann stellt ihr euch die Nadel automatisch her. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das in Classic mit dem gemacht habe. Aber anscheinend schon, also ich hätte mir das jetzt in Scholo hier sparen können und kann mir das direkt hier holen. Bei der Horde müsste, glaube ich, hier oben am Bollwerk sein, der Rüstmeister, ne? Also wenn ihr das damals schon mal in Classic oder ne, einen der Addons, wo die Sachen noch nicht entfernt waren, gemacht habt, dann könnt ihr den Schritt in Scholo theoretisch euch sparen und direkt an die, mit den Typen quatschen. Ich hätte mir jetzt das Zeug aussparen können, aber der, ne, vollständigkeitshalber machen wir das, haben wir das einmal umgewandelt und ihr seht, jetzt haben wir hier diese Marke im Inventar. Dann sind wir schon mal für den ersten Schritt soweit fertig. Für den nächsten Schritt müssen wir jetzt quasi unsere Anstecknadel einmal anlegen und jetzt gehen wir wieder ins alte Scholo, also wieder auf dieses Buch in Scholo klicken, was ich euch vorher gezeigt habe. Dann sind wir jetzt wieder durchgelaufen, bisschen in den Raum, wo wir schon waren, ne? Wir sind ja vorher hier runter in die Katakomben und jetzt müssen wir nicht in die Katakomben, sondern zum Endboss. Wir müssen nämlich jetzt mit diesem angelegten Schmuckstück dementsprechend zum Endboss und ihn damit umhauen. Und dann sollte der Endboss uns ein Item droppen. Jetzt muss ich gucken, glaubt, hier müssen wir rüber. So, und ich zeige euch jetzt auch gleich, wie ihr den Endboss zum Spawnen kriegt, denn es ist hier ein bisschen anders als im neuen Scholo. Ihr müsst nämlich im alten Scholo alle Bosse in den verschiedenen, ja, Flügeln quasi töten. Heißt, beim Endboss, in diesem großen Endbossraum, ist es so, dass es oben 3 Bosse gibt. Und unten gibt es 3 Bosse. Ja, und ihr müsst jetzt quasi in jeden von diesen, ja, in diesen Räumen rein den Boss töten. Und wenn wir alle von denen gekillt haben, dann spawnt unten dementsprechend der Endboss. Und den müssen wir gleich umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht.
Zusätzlich könnt ihr noch looten, ne? Hier droppen einige removede Items oder ehemalige removede Items, ne? Die T0 Sachen ist fürs T-Mog, denke ich mal, ganz nett. Und zusätzlich habt ihr auch noch die Chance, einige alte Rezepte zu kriegen. Ich habe vorhin in einem Run schon mal ein Rezept gekriegt, das war auch nicht seengebunden, heißt, die könnt ihr theoretisch auch nochmal Hafer kaufen. Vor allem jetzt am Anfang dürften die auch noch relativ gut was wert sein. So, ich glaube, das skippen wir jetzt ein bisschen rein, ne? Also wie gesagt, halten alle Räume einmal rein. So, udala, also ich habe jetzt alle 6 Räume quasi, die Endbosse oder die Bosse da drin gekillt. Jetzt ist der Typ gespawnt, den hauen wir jetzt um. Und ihr seht, er droppt dann einmal hier eine Quest. Oh, und ich habe auch noch ein T-Mog-Item gekriegt, sehr schön. Und die nehmen wir an und dann suchen wir uns gleich mal den NPC, wo wir die wieder abgeben können. So, in der Quest steht drin, dass wir wen finden müssen, der dementsprechend mit diesem Geißelstein was anfangen kann. Das wird auch nicht auf der Map angezeigt, aber ich habe mir rausgesucht, dass das hier in der Kapelle des hoffnungslosen Lichts ist. Ihr seht, der Questgeber wird hier nicht angezeigt, aber wenn man weiß, wo man hin muss, ist es relativ praktisch. Heißt, die Quest können wir jetzt einmal bei ihm abgeben. Und dann schalten wir hier was für alle Charaktere frei. Schaltet für alle eure Charaktere eures Accounts die Fähigkeit frei, Geißelsteine des Eindringlings zu erhalten, während sie die Anstecknadel der Gentum-Dämmerung tragen. Ersatz für Anstecknadel der Gentum-Dämmerung ist der Kapelle der Hoffnungslosen nicht erhalten. Okay, also wir kriegen dann dementsprechend mit unseren ganzen Twinks auch diese Anstecknadel immer wieder. Ne, also ihr seht, hier haben wir das Ding. Und das ist sogar auch noch mit dabei, okay. Ah, das können wir jetzt einfach lernen quasi. Okay, I see. Gut, dann schauen wir mal weiter. Als nächstes müssen wir dann nach Stratholm. Und zwar zum Haupteingang, hier auf den Koordinaten 27, 12 in den östlichen Pestländern. Und da gehen wir einmal rein. Und hier müssen wir jetzt zweierlei Sachen besorgen. Erstmal brauchen wir ein Weihwasser. Und zwar habe ich hier schon welches. Ins Inventar, Moment, wo haben wir das? Irgendwo habe ich das vorhin, ah, da oben, genau. Weihwasser von Stratholm und das ist einfach hier in diesen Kisten drin, ne? Also hier sind überall Kisten, da macht er einfach ein paar auf und da könnt ihr das rauslooten. Da habe ich jetzt vorhin gerade schon was bekommen. Und das zweite ist, wir brauchen so spezielle Mobs, die wir uns jetzt hier beschwören lassen müssen. Und zwar sind das so Schemen. Wenn wir hier ein paar Gegner pullen, dann kommen nach einer Zeit so Schemen, die adden dann mehr Gegner dazu. Heißt, wir müssen einfach ein bisschen was adden und dann kurz warten, bis diese Schemen auftauchen und die quasi dann töten. Von denen brauchen wir nämlich ein Item. Ah, schau mal, da haben wir so ein Schemen, habt ihr gesehen? Da war gerade einer. Jetzt looten wir den. Auge von Naxxramas schimpft sich das. Und den können wir jetzt looten und da kriegen wir jetzt ein Item und das schimpft sich Schutz von Naxxramas. Also das brauchen wir. Und das Weihwasser. Wie gesagt, das Weihwasser kriegen wir hier aus diesen Kisten. Nicht zu 100%, ne? Da muss man gucken, manche von diesen Kisten glitzern ein bisschen. Da ist es, glaube ich, immer drin. Zum Beispiel da hinten ist eine glitzernde Kiste. Da kriegen wir es raus. Genau. So, jetzt wo wir die beiden Items haben, müssen wir einmal ein bisschen weitergehen. Und zwar hier in diesen, auf diesen Kreuzzügerplatz. Und da müssen wir jetzt die beiden Items einsetzen. So wie ich das verstanden habe, muss ich jetzt hier Schutz von Naxxramas einmal benutzen. Jetzt kriege ich einen Buff drauf, ne? Und da kann ich 2 Minuten lang was sehen, und zwar dieses Item hier. Und da müssen wir jetzt einmal das Weihwasser von Stratholm drauf benutzen. Das schmeißen wir jetzt hier quasi drauf. Und jetzt habe ich einen anderen Buff, wo wir dementsprechend 5 Minuten Zeit haben. Und mit diesem Buff muss ich jetzt in den anderen Teil von Stratholm laufen. Die Hand von Naxxramas hat eure Anwesenheit bemerkt und wird bald fliehen. Heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen schicken. Ich würde sagen, das cutten wir jetzt auch nicht. Das ziehen wir jetzt einmal komplett durch. Und zwar muss ich jetzt rüber und zwar auch die Bosse drüben alle töten. Deswegen war es auch wichtig, dass ihr vorher die Bosse im anderen Teil von Stratholm quasi nicht tötet, sonst verbuggt das Event, also ihr müsst die quasi unberührt lassen. Und jetzt müssen wir quasi durchlaufen, die ganzen Bosse töten und zusätzlich auch schauen, dass wir es in der Zeit schaffen. Mit einem Max-Level-Char sollte es eigentlich kein Stress werden. Also den ersten haben wir jetzt gerade umgehauen, diesen Magistrat. Und hier ist es ja so, dass es insgesamt 3 Ziggurats gibt. In jedem von diesen Ziggurats sind ein paar NPCs drin. Und diese NPCs müsst ihr quasi killen und dann geht halt am Ende hier ein Tor auf, ne? Also erst den Boss davor, dann die NPCs.
falls ihr das jetzt hier aus der alten Zeit nicht kennt. Das Ding ist, ich habe mein Interface umgestellt letztens, ne, weil ich ein paar Probleme mit dem Addons hatte. Und dieses Blizzard-Interface, es swappt mich jetzt pro Gestalt in eine, ja, swappt hier meine Bars, ne, was ich nicht haben will. Und da muss ich eigentlich mal für die Katzengestalt irgendwas rausziehen. Ist jetzt natürlich hier ein bisschen blöd. Komm, wir ziehen jetzt mal hier noch was raus nebenbei. Das kann man wegshapeshiften. Hauen oder sowas. Haben wir da was? Oh, dann haben wir zumindest ein Spell und können die Viecher ja weghauen. Also jetzt wieder ins Gebäude rein, die ganzen Mobs umhauen. Wie lange habe ich denn jetzt noch? 3 Minuten. Oh, ich werde jetzt CC'd. Okay, vielleicht sollte man die Mobs doch killen, ne? Ist ein bisschen nervig tatsächlich. Da haben wir dann den letzten. Den brauchen wir dann auch noch. Dann hoffe ich mal, dass ich keinen versehentlich vergessen habe. Die Gegner braucht ihr jetzt nicht looten. Das ist vollkommen wurscht. Ich habe hier eh schon allen Timok raus, deswegen egal. Könnt ihr theoretisch danach noch zurücklaufen, beziehungsweise die Bosse, den Loot kriegt ihr eh nachgeschickt, ne? Also alles, was ein Boss oder ein Rare ist, ist der Loot dementsprechend dann im Postkasten, wenn ihr vergesst, die zu looten. Gut, jetzt ist nämlich hier das Tor auf, weil wir die Bosse und die Mobs hinten gekillt haben. Und da müssten wir jetzt irgendwo die Möglichkeit haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Endboss hier auch töten muss oder... Ob ich direkt dahinter kann. Ich töte jetzt mal den Endboss auch. Ich glaube, den müssen wir auch killen. Achso, dafür musste man ja erst die ganzen Kollegen hier töten. Komm, gehen wir in Bärengestalt. Da habe ich mein Mondfeuer auch rausgezogen. So. Na, okay, könnte vielleicht doch knapp werden. Also, jetzt müssen wir hier Rammstein umhauen. Dann kamen, glaube ich, danach die Mobs aus dem Ding raus. Ne, genau, da hinten. Naja, das, den ein oder anderen Speed-CD zu haben, ist nicht schlecht. Ah, seht ihr? Da haben wir das Ding, das castet. Das haut auch gleich ab. Shit, ich muss mich echt beeilen. Ich habe jetzt noch 80 Sekunden, aber das sollte eigentlich klappen. So, jetzt haben wir den Endboss schnell um. Mal ein Raw rein. So, jetzt ist da hinten offen. Okay, sehr schön. Aufmounten kann man hier leider nicht, so wie es aussieht. Ah, jetzt kann ich hier ein Item. Staub. Interesting. Okay, damit habe ich den jetzt umgehauen. Mein... Ne, das Ding ist nicht kaputt, ne? Ich dachte mir jetzt gerade, dass ich es vielleicht kaputt gemacht habe. Gut, also ich denke mal, wir haben es in der Zeit geschafft. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt noch passiert. Ah, jetzt kommt hier ein Dialog, ne? Was müssen wir machen? Dass jemand darüber über Kenntnis gesetzt... Ah, okay, also wir müssen jemand darüber in Kenntnis setzen, was hier passiert ist. Okay, das machen wir jetzt mal als nächstes. So, ich habe mir jetzt wen gesucht, der quasi mir die Nachricht überbringen können. Und die Person steht in der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Und das ist einmal hier die eine Tuse. Oh, jetzt ist es ein bisschen geleckt. Erzmagerin Angela Antos, irgendwie so. Ein bisschen spanischen Einfluss mit drin. Und die hat jetzt eine Dialogbox und der können wir jetzt erklären, was passiert ist. Das können wir jetzt mal machen. Interesting. Und dann ist anscheinend eine Quest vervollständigt, so wie es aussieht. Zumindest All the Things sagt mir das. Und wir können jetzt hier was annehmen, ne? Anstecknadel ermächtigen. Und das kann ich jetzt annehmen und ich kann es direkt wieder abgeben. Wenn ihr nicht so viel Ruf beim Agentumsdämmerung habt, dann müsst ihr Waren eintauschen. Ne? Wenn ihr Exalted seid, also ehrfürchtig, ist es for free. Dann Revered, dann müsst ihr halt große glänzende Splitter und 2 Arkanitkristalle. Und Onward braucht ihr 6 große glänzende Splitter, 5 Arkanitkristalle, eine rechtschaffene Kugel und 60 Gold. Ne? Achso, da war noch 30 Gold dabei. Aber wenn ihr bei der Agentumsdämmerung eh ehrfürchtig seid, dann kriegt ihr das for free. Und ja, da gibt es dann unser Achievement und wir haben quasi den Teil damit einmal freigeschalten. Übrigens, ich habe gesehen, da hinten gibt es neue Quests. Mir wurde im Stream erzählt, dass man die immer wiederholen kann und die sollen Agentumsdämmerung suchen. Bringen, ne? Also hier muss man anscheinend nach Sholomance rein, einen Mob töten und hier, was muss man da machen? Nach Stratholm, ne? Also anscheinend kann man damit Ruf farmen.
Aber ja, da ich eher fit bin, ist das für mich jetzt uninteressant. Und da müsst ihr mal gucken, ob ihr da dementsprechend noch Ruf braucht oder ob ihr einfach diese paar Materialien zahlt. Sobald wir dann quasi das Achievement haben, können wir einmal hier auf den Koordinaten 35, 22 in den östlichen Königreichen einen Kristall anklicken. Und zwar das. Das müsste dann mit jedem Char auf dem Account gehen, denn das ist ja eine Account-Freischaltung. Und jetzt sind wir im Naxxramas drin. Und jetzt muss ich mal gucken. Ah, okay. So wie das aussieht, sind wir aber im Nordend Naxxramas. Hier haben wir aber ein Portal in die östlichen Pestländer. Und ja, damit sind wir soweit durch mit der Freischaltung fürs Achievement und dementsprechend dann auch nachfolgenden Geheimnissen. Da werden wir uns das Ganze aber in extra Videos angucken. Da gibt es hier noch einen Mount drin und T3 Sachen, Haufen Rezepte und andere Timox Sachen zum Freischalten. Das gucken wir uns aber in einem extra Video an und ja, damit sind wir jetzt mit der Aufnahme durch. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.